Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Impuls-Podcast. Mein Autorenname ist Marinja und heute möchte ich mal über das Thema sprechen, was Beleidigungen wirklich bedeuten oder aussagen wollen. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich kenne es so, dass ich erstmal, als ich groß geworden bin, Beleidigungen persönlich genommen habe und es auch immer noch tue. Das ist also noch nichts, was bei mir abgeschlossen ist oder geheilt ist, sondern vor allem bei Menschen, denen ich noch nicht vertraue und wo ich noch nicht weiß, wie ich mit ihnen umgehen soll oder warum sie etwas tun, nehme ich es sogar noch persönlicher, wie bei Menschen, die ich kenne und mit denen ich wirklich auch arbeite, wo ich mich weiterentwickeln kann, wie zum Beispiel bei meinem Lebenspartner. Wenn so etwas heute noch passiert, was eigentlich so gut wie nicht mehr der Fall ist, dann hat es einen triftigen Grund und dann wissen wir beide mittlerweile, wie wir damit umgehen wollen und jeder entwickelt sich dann weiter, entschuldigt sich bei dem anderen und man redet darüber so lange, bis das Thema wirklich von innen heraus geklärt ist und man sich wieder vertraut und man eben wieder weiß, dass der andere das nicht böse gemeint hat, sondern es aus einem bestimmten Muster heraus getan hat. Was aber ich von Beziehungen, denen ich vertraue, immer fordere, ist, dass ich dann im Laufe der Zeit schon merke, dass es besser wird oder anders wird. Also ich bin kein Mensch mehr, der das irgendwie ja einfach so immer mit sich machen lässt und dann irgendwie sagt, ja, das hat er ja nicht so gemeint sozusagen und lasse das über Jahre mit mir machen, sondern mein Wert hat sich da schon dementsprechend verändert, dass ich heute sage, ich achte sehr konkret darauf, ob der Mensch, der das getan hat, es auch beim nächsten Mal besser macht und ob er sich weiterentwickelt. Ich arbeite nämlich auch sehr stark an mir selber, was das angeht und entwickle mich weiter und versuche immer so mein Bestes zu geben. Ja, und mich auch eben zu bessern, wenn ich eben blöde Muster habe, die mir irgendwie selber nicht passen oder die eben gegenüber anderen Menschen nicht in Ordnung sind, die ich moralisch gesehen sozusagen nicht vertreten kann an mir selber. Und dementsprechend brauche ich auch Menschen in meinem Leben, die mir das Gleiche entgegenbringen, weil ich einfach mittlerweile festgestellt habe, dass ich ansonsten keine Beziehung mehr zu einem Menschen führen kann, wenn das irgendwie immer auf dem gleichen Level bleibt oder wenn ich merke, dass der andere nicht bereit ist, mir das Gleiche entgegenzubringen und sich eben auch ja, mir gegenüber zu verbessern oder weiterzuentwickeln. Und wir haben alle unsere Muster nicht irgendwie bewusst antrainiert und keinem Menschen, glaube ich, macht es Spaß, wenn er irgendwelche destruktiven Muster in sich trägt, die eigentlich mehr schaden, als dass sie irgendwas Nützliches bewirken, auch in einer Beziehung. Aber was einfach ja in meinen Beziehungen mittlerweile das A und O ist, ist, dass ich merke, jeder gibt sich wirklich Mühe, sich eben zu verändern oder dann einfach an sich selber zu arbeiten und die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und alles andere kann ich mir in meinem Leben persönlich nicht mehr vorstellen, weil ich eigentlich keine Ahnung mehr hätte, wie sowas funktionieren könnte. Und vor ein paar Tagen habe ich auch ja eine Aussage gehört, dass eben jemand beleidigt worden ist von einem Menschen, den sie gar nicht kannte. Also sie wurde einfach, ihr Körper wurde quasi beleidigt, ohne dass sie den Menschen persönlich gekannt hat, das war einfach so auf der Straße und sie hat dann das erzählt und hat eben gemeint, warum machen Menschen so etwas, ich kann es wirklich nicht verstehen. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe da schon eine Antwort darauf und habe mir eben gedacht, ich möchte sie gerne mit dir teilen, weil ich diese Antwort sehr gut finde und weil sie hilft, wenn man beleidigt wird, besser die Hintergründe zu verstehen. Also das eine, was man öfter hört, ist ja, dass Beleidigungen im Grunde nichts mit dir selber zu tun haben, sondern eben der andere ein Problem hat und das eben nicht besser ausdrücken kann, wie dass er dich beleidigt. Also ich kenne das auch von mir, dass man doof wird, wenn man eben selber gerade ein massives Problem hat, wenn man in einem bestimmten Punkt, der einem selber nicht mal bewusst ist, extrem getriggert wird und eben dann sich nicht mehr anders zu helfen weiß, was natürlich eigentlich total das kindliche Muster ist und total unreflektiert und unentwickelt, aber man weiß sich dann nicht mehr, mehr zu helfen, als blöd zu reagieren.
Und ich glaube auch, dass so etwas nicht nur passiert, weil man irgendwie unentwickelt ist und weil man kindisch ist oder weil man es nicht besser kann, sondern ich glaube sogar, dass man so etwas in dem Moment braucht, weil man quasi es nicht aushalten würde, was man spüren würde, wenn man dieses Thema, das einem gerade so sehr triggert, wirklich spüren würde. Wir Menschen, wir haben so einen Sicherheitsmodus, also das heißt wie so ein FI-Schalter, der sich umlegt, wenn etwas zu viel wird. Also ein Mensch, der kann ja auch, wenn er ein zu großes Trauma in sich trägt, dann kann er das über Jahrzehnte verdrängen und dieses Trauma kommt nicht hoch und er erinnert sich nicht mal dran, dass das passiert ist, weil sein Unterbewusstsein ihn davor schützt. Und meine Meinung ist, dass eben dieser Schutz deshalb notwendig ist, weil dieser Mensch das vielleicht psychisch gar nicht aushalten würde, dieses Thema zu fühlen und zu spüren, wenn er es wirklich hochkommen lassen würde. Und je weniger man da jetzt in dem Moment aushalten kann, desto mehr muss deine Seele schauen, dass sie diesen Schalter wirft und dass du versuchst, es auf eine bestimmte Art und Weise von dir wegzustoßen, zu verdrängen oder abzuwehren. Und wenn ich jemanden beleidige, dann wehre ich ein bestimmtes Thema von mir ab. Dann tue ich quasi so, als hätte dieses Thema nur mit dem anderen zu tun und überhaupt nicht mit mir selber. Und ich glaube auch, dass ein Hintergrund ist, wenn man jetzt ganz viele Menschen in seinem Leben hat, die so reagieren, dann kann es sein, dass da ganz viel Trauma in dieser Ahnenreihe oder in dieser Familie und in diesen Generationen ist und steckt. Denn warum sollte man sonst diese Art von Kommunikation wählen, wenn sie im Grunde eigentlich niemandem dient und eigentlich nur Zerstörung und Negatives hervorbringt? Und was mir dann noch bewusst geworden ist, ist, wenn jemand dich beleidigt, zum Beispiel jemand sagt, dein Körper ist total hässlich oder du bist total tätowiert oder bist gepierst und jemand fühlt sich von dem getriggert und muss dich dann beleidigen bzw. deinen Körper beleidigen, dann ist mir halt auch noch so gekommen, dass er das deshalb tut, weil das, was er zu dir sagt, ist seine größte Angst, die er hat. Also das heißt, wenn jemand dich Schlampe nennt, weil du Tattoos hast und Piercings, dann verbindet er sozusagen damit, dass wenn er selber Tattoos haben würde und Piercings und er würde sich so einen Lebensstil erlauben, was vielleicht sogar sein innigster Wunsch wäre, mal so frei handeln zu können, dann hätte er Angst, als Schlampe zum Beispiel abgestempelt werden oder als hässlich abgestempelt zu werden. Das heißt, seine größte Angst ist, von anderen Menschen wiederum so beurteilt und verurteilt zu werden, wenn er sich selber die Freiheit geben würde, so zu handeln und zu sein. Und oft sind das auch Menschen, die so beleidigen, die selber total überangepasst sind, die sich nie irgendwas erlaubt haben, die immer nur so gelebt haben, wie es angeblich richtig ist und die immer geguckt haben, dass sie alle anderen um sich herum irgendwie glücklich machen, die nie irgendwas gemacht haben, was andere irgendwie triggern könnte. Und ich kenne das auch noch von mir früher. Und das ist so ein Verhalten, wo man einfach innerlich so unfassbar eingeengt ist und sich so eingeengt fühlt in seinem eigenen Leben und man sich einfach keinen Funken erlaubt zu leben, man selbst zu sein und sich selber zu leben. Und jetzt stell dir vor, da kommt jemand und bist neben dem an der Ampel und du spürst quasi, dass der Mensch so insgesamt schon viel mehr Entscheidungen getroffen hat, er selbst sein zu wollen und sich auf irgendeine Art und Weise traut, er selbst zu sein und der andere traut sich auf überhaupt gar keine Art und Weise, er selbst zu sein, dann wird dieser Mensch absolut getriggert. Und da geht es gar nicht um die Tattoos, da geht es gar nicht um die Piercings. Das ist nur dieses äußere Argument, das man in dem Moment benutzt dafür, um sich eben auszulassen. Aber selbst wenn dieser Mensch das nicht hätte, würde er anhand von der Energie her spüren, dass dieser Mensch ein Mensch ist, der sich einfach mehr erlaubt, der für sich selber beschlossen hat, dass er das Recht hat, frei zu leben, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, dass er das
tun darf, in einem bestimmten Maß, was er sich eben schon selber erlauben kann und dass er eben schon mehr Entscheidungen getroffen hat, er selbst sein zu wollen, wie der andere Mensch. Und wenn wir auf so einen Menschen stoßen, dann fühlt sich dieser getriggert und dann muss er auf dich draufhauen, weil er quasi selber eigentlich innerlich, aber das kann natürlich total verschüttet sein, aber er hat selber ganz, ganz unbewusst, ganz, ganz tief in sich den Wunsch, dass er eigentlich auch mehr leben möchte, dass er sich im Grunde auch mehr erlauben möchte, dass er im Grunde auch freier sein möchte und dass er vielleicht ganz, ganz tief innerlich und ganz, ganz krass unterdrückt den Wunsch hat, dass er eigentlich leben möchte und dass er eigentlich total wütend ist und sauer auf sich selber, auf das Leben, dass er sich einfach nicht erlauben kann zu leben und dass er sich einfach nicht erlauben kann, freie Entscheidungen zu treffen und mal darauf zu scheißen sozusagen, was andere sagen und eben sein Ding zu machen und eben mal zu sagen, okay, ich lebe jetzt einfach. Ich kenne das auch von mir, wenn man ganz, ganz eingeschränkt ist und ganz, ganz eng innerlich lebt und man sich kaum erlaubt, irgendwie einen Pieps zu machen, weil man Angst hat, dass dann jemand sich schon wieder beschwert und man dann schon wieder aufhören würde, Piep zu machen, dann meint man, wenn man nur 1% von sich selber freigeben würde und man sich nur ein bisschen öffnen würde, dass man ein bisschen leben darf und dass man ein bisschen freier sein darf als jetzt, dann meint man gleich irgendwie, oh man erlaubt sich alles und jeder bemerkt es auch gleich, dass man sich alles erlaubt. Und ja, ich kenne diese Muster ganz, ganz gut von mir selber, wie eng man teilweise zu sich selber lebt und wie unfassbar anstrengend das aber auch ist, wenn man ein Leben führt, wo man sich einfach nur die ganze Zeit selber unterdrückt, boykottiert, klein macht und zusammenhält, damit bloß keiner von dir irgendwie sich auf den Schlips getreten fühlt und irgendwie du immer der Brave bist, der irgendwie niemanden berührt und der nichts macht, das andere berühren könnte. Als ich diese Geschichte einfach gehört habe, hat mich das nochmal so an meine eigene Geschichte erinnert und daran, was auch ich schon alles so, ja, mir selber festgestellt habe. Ja, und wie schwer es irgendwie auf beiden Seiten ist, das irgendwie auszuhalten. Ich kann die Seite verstehen, wo man sich eben so krass getriggert fühlt, dass man sagt, ich halte es nicht aus, dass dieser andere Mensch so leben kann. Und ich kann auch die Seite verstehen von dem Menschen, der sich schon mehr erlaubt zu leben und das Gefühl hat, hey, warum geht der einfach her und beleidigt mich? Das kann ja wohl nicht sein. Im Grunde genommen haben wir ja alle immer so die Wunschvorstellung, dass wir alle in Frieden leben können und dass wir immer perfekt kommunizieren können und dass der andere in Ruhe seine Ängste ausspricht. Aber wenn man mal so genauer hinsieht, dann ist das Menschsein einfach nicht so. Dann kann es eben passieren, dass du auf der Straße stehst und jemand kommt um die Ecke und meint, er muss dich irgendwie blöd anmachen. Weil wir Menschen einfach so krass unbewusst manchmal sind und so krasse Geschichten in uns tragen und unbewusste Muster und jahrzehntelange Unterdrückungen, dass es einfach oft gar nicht möglich ist, dass Menschen das so achtsam und liebevoll und fürsorglich aussprechen, wie wir uns das oft wünschen. Und ich finde, das ist dann immer das, wo ich sage, da ist man dann wieder im Leben angekommen, wenn man versteht, dass das Menschsein eben nicht so perfekt ist, wie man sich das oft wünscht und wie man sich auch wünscht, dass andere Menschen mit einem umgehen oder wie man sich wünscht, dass sich andere Menschen vielleicht reflektieren und beherrschen können. Und das ist eben oft nicht der Fall. Das Einzige, was halt wir lernen können, wenn wir eben sagen, okay, und schmerzt das sehr stark, was ich auch sehr gut kenne, wenn es einfach zu sehr persönlich genommen wird, dass der andere einem das um die Ohren knallt, dann muss man halt auch mal hergehen und sagen, hey, warum schmerzt es mich? Dann, finde ich, ist man wieder in der Eigenverantwortung, dass man guckt, warum trifft mich das Ganze jetzt so? Was habe ich für ein Thema da in mir drin, dass mir das Ganze auch, ja, gezeigt wird und dass ich das Ganze in meinem Leben habe
Und ja, wo ist mein Selbstwert auch? Ist mein Selbstwert angegriffen? Fühlt sich der angegriffen? Was könnte ich tun dafür, dass der stabiler wird und dass ich das mehr bei dem anderen auch lassen kann, dass ich sage, okay, der andere hat jetzt so reagiert, aber ich möchte darauf so und so reagieren. Ich muss nicht irgendwie zurückhauen oder zurückbeleidigen, sondern ich möchte gerne erwachsener handeln und erwachsener reagieren. Und ich habe festgestellt, das kann man schon trainieren. Das klappt natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist wie bei allem eine Sache, die jahrelange Übung erfordert und so ein langsamer Veränderungsprozess ist, dass es einfach immer besser wird und immer stabiler und dass man immer mehr versteht, wie man reagieren möchte, wie man sich selber ausdrücken möchte, dass man seine eigenen Werte kennenlernt und verstehen lernt, wie man selber gegenüber anderen Menschen reagieren möchte. Aber natürlich ist es auch so, dass man selber Mensch ist und auch selber sich manchmal extrem angegriffen fühlt und extreme Wunden hat und extreme Schmerzen auch oder genauso unterdrückte Dinge, die man noch nicht lebt, aber gerne leben möchte und man sich dann wiederum auch sehr getriggert fühlt von anderen. Und da ist es einfach wichtig, dass man ja einfach immer wieder hergeht und sagt, wie sieht es denn jetzt bei mir aus? Was kann ich tun, dass es besser wird, dass ich mich besser fühle, dass ich mich nicht mehr so angegriffen fühle, selbst wenn jemand anderer das mit mir macht? Was kann ich tun, wenn ich mich angegriffen fühle? Wie kann ich damit mehr umgehen? Wie kann ich auf andere Menschen zugehen, wenn ich mich getriggert fühle oder wie kann ich mich auch zurücknehmen? Ich bin mittlerweile einfach so, dass ich sehr schnell erkenne, wenn ich mich getriggert fühle. Und ich finde diese Selbstreflexion, dass man einfach hergeht und sagt, ich setze mich selber mit diesem Thema auseinander und finde Lösungen, das bringt einem dann wiederum dazu, mit diesen Situationen ja anders umzugehen und so umzugehen, dass man selber immer mehr in den Frieden damit kommt und diese Erfahrungen, wenn sie dann noch zu einem kommen, besser handeln kann und besser damit umgehen kann. Und ich denke auch, das ist wieder so ein Opfer-Täter-Ding. Wenn einem solche Sachen noch passieren und wenn Menschen noch in ein Leben treten und dich einfach ja so beleidigen oder irgendwie anschreien oder würdelos behandeln und du dich noch sehr stark angegriffen fühlst und beleidigt, ja, dann geht es halt auch darum, hinzusehen und zu gucken, wo ist dein Wert noch nicht stabil oder wo grenzt du dich auch vielleicht noch nicht genug ab, innerlich vor allem, denn wenn wir uns angegriffen fühlen und wenn wir uns selber dann irgendwie klein gemacht fühlen, dann ist es ja auch so, dass wir innerlich irgendwie nicht sicher sind in unserem Wert und dass wir uns vielleicht innerlich noch nicht genug abgegrenzt haben von solchen Energien und von solchen Menschen. Das kann auch ein Grund sein, warum so etwas in das eigene Leben tritt. Denn es ist auch so, dass man schon sehr klar sein muss in seinem eigenen Leben, dass man eben auch weiß, welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben und welche nicht. Aber es kann natürlich auch passieren, dass du überhaupt nicht damit rechnest und jemand macht dich irgendwie blöd an und du kennst den Menschen überhaupt nicht persönlich und du ja hast überhaupt keine Ahnung, warum dir das passiert. Und ich bin da dann immer so, dass ich dann, wenn ich dann wieder zu Hause bin, hergehe und vielleicht meditiere und dann einfach in mich gehe und dass ich nicht irgendwie lang überlege, warum ist jetzt dieser Mensch da gewesen oder warum habe ich den jetzt auf der Straße getroffen und hat mich der beleidigt, was soll das alles, sondern ich gehe dann eher her, setze mich hin und weiß, dass meine Seele mir diesen Menschen dann nicht zufällig geschickt hat, sondern dass es einfach so sein hat sollen, dass ich dem begegne und dann horche ich einfach in mich und frage mich, was hat diese Situation mit mir gemacht? Denn ich bin immer der Meinung, im Endeffekt geht es einfach nur darum, das, was dir gegeben und geschenkt wird, das, was du erlebst in deinem Leben, damit musst du klarkommen und umgehen. Und wenn wir eine Situation erleben, dann geht es letztendlich darum, wie fühlst du dich mit dieser Situation? Wie geht es dir damit, was du gerade erlebt hast? Was hat es mit dir selber gemacht? Was fühlst du gerade? Und wie möchtest du handeln oder reagieren oder jetzt sein oder damit umgehen?
Genau, und was lehrt es dir? Was sagt es dir persönlich, diese Situation? Und ich fahre mit dieser Methode eigentlich ganz gut, dass ich mich erst gar nicht so um alles andere kümmere, sondern dass ich einfach nur hergehe und sage, ich mache mir mehr Gedanken darüber, was es mit mir gemacht hat und was es in mir ausgelöst hat, statt mir irgendwelche anderen Fragen zu stellen. Und ja, seit ein paar Jahren merke ich, dass es da schon immer besser wird und dass ich da schon immer mehr meine Werte finde. Aber natürlich ist es auch so, dass das ein jahrelanger Prozess ist und ich glaube auch, dass das immer besser wird und je stabiler und reifer wir werden in unserer Persönlichkeit und in unserem Menschsein, desto mehr können wir mit solchen Situationen umgehen und sie immer besser handeln oder uns auch innerlich ja, davon distanzieren und abgrenzen. Aber natürlich ist es auch klar, dass das nicht irgendwie einfach so geht, außer du hast das von deiner Familie von klein auf schon so gelernt, wie du damit gut und gesund umgehen kannst, dann hast du natürlich, wenn du jetzt gerade mal 20 bist, schon ein sehr stabiles Selbstbewusstsein wahrscheinlich und kannst dich schon sehr gut aus solchen Situationen herausnehmen oder kannst eben schon sehr gut damit umgehen. Aber alle anderen, die das eben nicht so mitbekommen haben und nicht gelernt haben, da dauert es eben dann, bis man sich das alles selber beigebracht hat und in sich selber aufgeräumt hat und weiß, wie man mit solchen Situationen umgehen muss. Und ich glaube auch, dass sich diese Stabilität auch im Laufe eines Menschenlebens verändert. Also mit 20 Jahren hat man wahrscheinlich eine andere Stabilität wie mit 30 und mit 30 eine andere wie mit 40 und so weiter. Wenn man so regelmäßig an sich arbeitet und sich als Mensch einfach natürlich weiterentwickelt. Ja, und das wollte ich heute mal alles mit dir teilen. Das war mir irgendwie wichtig, dass ich da auch mal ein bisschen was dazu sage. Und ich hoffe, du konntest da ein paar Dinge für dich mitnehmen und kannst es ja dann einfach mal ausprobieren, wenn du vielleicht noch in solchen Situationen steckst. Vielleicht hilft es dir dann in der nächsten Situation schon ein bisschen bewusster damit umgehen zu können und für dich irgendwie mehr reflektieren zu können, dass das alles gar nicht Zufall ist, sondern dass es dir vielleicht sogar etwas sagen möchte und dass deine Seele dir vielleicht diesen Menschen geschickt hat, damit du etwas für dich erkennen kannst und für dich reflektieren kannst. Und damit wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Freude und beim Ausprobieren natürlich auch viel Freude. Und ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Podcast wieder. Mach's gut und bis bald.